ja auch mal gönnen, oder? Also ein bisschen eine Schnellreise. Auf alle Fälle. Auf Ehrenbruder-Basis. Ah, passt. Jetzt war ich mir auch unsicher, ob wir sie noch markiert haben. Weil bei gewissen Spielen, wenn es reisen tut, vielleicht war das sogar beim Vorgänger von dem, ist es dann doch nicht mehr markiert. Hoppala, sorry. Mir wundert es eigentlich, dass er uns dann nicht aufhaltet. Normalerweise, wenn da schon so ein Raser, am Tag ist es ganz normal. Am Tag ist es ganz normal, aber nachts, na, das ist Buch, oder was? 280, bist du deppert. Fuck. Alter, 280. Hui. Hui. 280 ist nicht gerade wenig. Boah, schaut da geil aus. Aber der Typ. Was willst du denn hier? Deine Hilfe. Hey, halt mich aus deinem Scheiß raus. Sämtliche Cops der Stadt suchen nach euch. Ja, weil wir sie nämlich auffliegen lassen können. Wir haben einen Laptop voller Beweise, die Mercer das Genick brechen werden. Er ist nur leider passwortgeschützt. Ist das alles? Sekunde. Ich hab dir eine Datei geschickt. Halt dein Smartphone an den Laptop, dann sollte er in ein paar Minuten entsperrt sein. Wow. Danke. Sorg einfach dafür, dass es klappt. Wenn diese Cops auffliegen, tut ihr uns allen einen Gefallen. Und jetzt verschwinde. Ich würde auch mal sagen, das ging sogar noch einfacher als wie bei Watch Dogs. Und da ist es schon relativ einfach, was zu hacken, aber da... Ich hab dir eine Software, die den Laptop freischaltet. Halt einfach dein Smartphone daneben, dann müsste der Rest automatisch gehen. Okay, geht klar. Es ist aber auch praktisch, Autos zu hacken. Also wenn du ein Auto brauchst, drückst du einfach so daneben drauf, entriegelt. Chillig. Hier passiert was. Sieht gut aus. Und wir sind drin. Ich kann hier ein paar Ordner sehen. Ja! Du bist ein Genie! Naja, sagen wir, ich kenne ein Genie. Jetzt müssen wir nur die richtigen Dateien finden und sie der Presse als Beweise liefern. Die Reporter werden diese Story lieben. Moment mal, was ist das? Hier läuft ein Programm namens PD Hardware Tracker. Ist das eins von dein? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Achtung an alle Einheiten, 315. Wir haben den Standort der Verdächtigen im Fall des Angriffs auf Lieutenant Mercer. Oh fuck. Oh fuck. Sie orten den Laptop. Oh, wir müssen weg. Lass ihn hier. Oh shit. Planänderung. Wir fahren mit dem Laptop los und melden der Presse die Dateien von unterwegs. Triff dich bei der alten Mall mit uns. Klar, perfekt. Mach mal. Wir haben immer viel Zeit. Bis Darisch. Uiuiuiui. Ja, da müssen wir natürlich gleich mal Vollgas geben. Auf alle Fälle. Lockerflockig. Ich versuche hier zu tippen. Müssen wir schon wieder? Oh, ey, müssen wir schon wieder? Oh, fuck. Ja, ich merk's grad. Wie sieht's aus? Die E-Mail-Adresse des Senders habe ich. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Dateien, die Mörser sogar belasten. Zwei, Alter. Also bisher hält sich der Schaden in Grenzen. Ich hab's. Über beschlagnahmte Autos, Zulassungen, Ausweise, Bußgelder und alles mit Mercers Namen drauf. Abschicken! Ich hänge den ganzen Ordner an. Ach Gott sei Dank. Jetzt haben wir immer doch komplett bleiben hängen. Verschaff uns einfach Zeit, dem Wagen geht's gut. Ja, schön und gut, aber ich muss da ein bisschen mal hinterher kümmern, beziehungsweise ein bisschen mehr machen. Alter, wenn die wenigstens auf einer Spur bleiben wird! Die Depperte, Alter! Passt! Na, Alter, was? Nein, da war ich reingegangen! Was ist denn da los? Was ist mit dem Hurensartum los, Alter? Lukas? Hab's gleich!
Aber, Alter, das hätte jetzt sowas von sitzen müssen normalerweise. Alter, du fährst rein bei dem Fahrzeug, da geht nichts weiter. Sorry. So, jetzt haben wir es endlich. Oh. Jetzt haben wir es, oder wie? Ja, fix. Oh mein Gott. Kommt ja den nächsten Wichser da, ja, da. Ja, voller. Stepper gibt aber plötzlich ordentlich Gas. Pfui. Na boah, Digi. Ne, Rama, klärt mal von hinten, Alter. Könnten wir langsam eine Tankstelle gebrauchen? Das sieht nicht gut aus. 42-23 an Zentrale. 42-23 QSK. Kein Grund zur Panik. Der Wagen ist noch lang nicht am Ende. Ach so. Was? Hochladen. Vergiss, Alter, vergiss. Probieren wir es nochmal. Ach, du Scheiße. Ja, aber... Die sind auch ordentlich aufgehalten worden. In dem Fall. Aber wenn da gleich so 3, 4 auf einmal dann auch noch dazukommen, das sind wir nicht besser, aber... Wie soll ich den Plätzchen schaffen? Wenn die nicht so geschissen fahren würde, dann wäre das viel chilliger für mich. Ich hab's! Akten über beschlagnahmte Autos, Zulassungen, Ausweise, Bußgelder und alles mit Mörsers Namen drauf. Abschicken! Ich häng den ganzen Ordner an. Fahren jetzt Richtung Westen und nähern uns Blackwood Heights. Alter, das kleine Stickerl, Alter. Alter, wenn das jetzt gezählt hätte, Alter, dann wäre ich heiß gewesen, Alter. Wie steppert. Okay, ist abgekommen. Das ging voll easy. Na, gekommen. Das kostet mal wieder. What? So, weg. Oh, Hinnig? Hinnig! Du Scheißwichser! Ja, war das schön repariert, hätte ich mal gesagt. Der nächste Flachwichser, Alter. Alter, musst du jetzt wieder dahinter kommen? Bist du deppert? Hui! Oh, Alter! Komm schon hinterher, Alter! 56, leck mir am Arsch! Diese Drecksmissionen sind so unnötig! Ja, so ein kleines bisschen! Alter, und ich bin einfach nur froh, wenn das zu Ende ist. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Bring uns nach Hause.
bin gespannt, was sie zu sagen hat. Unsere heutige Top-Story. Eine Schande für die Polizei. Hochrangiger Beamter auf der Flucht. Lieutenant Frank Mercer, Leiter der stark umstrittenen Highspeed-Taskforce, ist nach seiner Suspendierung infolge von Korruptionsvorwürfen verschwunden. Diese erfolgte aufgrund brisanter Dokumente, die dem WFFL-News-Team exklusiv zugespielt wurden. Obwohl die Polizei nicht näher auf die Vorwürfe eingehen wollte, beziehen sich die bereits genannten Dokumente offensichtlich auf Erpressung und Diebstahl in der Street-Racing-Szene, gegen die Mercer eigentlich vorgehen sollte. Das Department erklärte lediglich: Lieutenant Mercer weiß von seiner Suspendierung und wir legen ihm dringend nahe, uns bei den Ermittlungen zu unterstützen. Und außerdem. Der wird sowas von auf Rache los sein. Bist du deppert? Ich würde unseren Hubschitter vielleicht nicht irgendwie auch lassen oder irgendwas oder alle gemeinsam. Weil der wird jetzt definitiv auch. Wie aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Also die Rache. Da. Den Nissan hätten wir gekriegt von ihm, da bist du narrisch. Geil. Der ist definitiv auf Rache aus. Wir müssen dann sowieso schauen, dass wir die Mission. Oh, bist deppert. Schaut auch gut aus. Oh, bist du deppert. Na gut, ich würde mal sagen, schauen wir mal kurz bei meinem Wagen. Ich nehme mal an, wir könnten da wahrscheinlich eh nicht wirklich was machen. Nehmen wir mal an. Weil wir sowieso alles gekauft haben. Ich schaue aber nur, dass er halt auf Offroad ist. Mehr. Ah, okay, Leistung und Beschleunigung. Lassen wir es lieber mal. So. Dass wir eben mehr da ins Dings rücken. Müssen wir so machen, müssen wir so machen. Oh, sind wir sowieso stärker. Da ist ja alles ganz gechillt. So, da müssen wir da. Die Reifen sind immer ganz wichtig, dass wir die mal so machen. Oh ja, da ist das Fahrzeug ja umso besser. Da schaut ja das an. Nein, immer Elite Plus. So, dann schauen wir gleich mal da. Fuck. Okay, mehr driften und das oder mehr aufs Rennen. Es ist ja im Prinzip eigentlich eh nur für das eigentlich gedacht, aber ich würde mal sagen, lassen wir es einmal so und dann schauen wir eh weiter. Hätte ich mal gesagt. Und dann können wir noch immer diskutieren, ob es dann doch gut ist oder nicht. Okay, ja, kommt eigentlich relativ sehr gut. Ja. Und da ist sowieso klar. Oder gibt es da schon ein bisschen härtere? Auf das würde ich mich freuen. Bis nach. Na gut. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.